Ja, Leute, willkommen wieder auf meinem Kanal Fly Fishing Chronicles. Heute mal was ganz anderes. Wir sind wieder am kleinen Bach unterwegs mit einer leichten Route, Vierer Route. Wir werden erst anfangen mit Nymphen. Dann mal schauen, was die Fische uns so zu sagen haben, ob sie doch vielleicht Trockene lieber haben wollen oder Streamer. Wir werden sehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Willkommen beim Fliegenfischen. Ah, erste Forelle gehabt, leider abgegangen, aber war nur was Kleines, von daher alles gut. Ja, beißen sehr vorsichtig, schon mehrere Fehlbisse gehabt. Sind kurz Zeit darauf abgegangen. Also so richtig Bock scheinen sie nicht zu haben. Noch nicht zumindest. Kann sich natürlich noch ändern im Laufe des Tages. Schauen wir mal. Oh ja, uppa. Okay. Kleine Bachforelle. Nicht groß, aber echt schön. Und kann auch gleich wieder schwimmen. Zack. Ich habe mich jetzt mit dem Bone Arrow Cast einfach mal lang angeln an der Stelle. Und da ist schon der erste, jawohl. Ah, abgegangen. Ah, egal, war eine kleine, war eine kleine. Our Bower and Arrow Cast sei Dank. Hat gebissen. Zack. Bisschen Euro-Nymphing-Style. Oh, da war schon wieder die nächste. Ja, bisschen Euro-Nymphing-Style fischen. Das heißt, ich schieße raus. Zack. Und dann halte ich gleich die Schnur aus dem Wasser. Und diesmal nix. Ah, doch, da war einer. Ah. Ja, das ist natürlich eine prädestinierte Stelle. Dort kommt es flach rein, Kiesel. Strecke links, rechts. Hier sieht man schon die Blasenspur. Ja, ganz nach dem Motto Foam is home. Das heißt, da wo die Blasen lang kommen, da wird natürlich dann auch die Nahrung angetrieben. Und da stehen natürlich dann auch die Forellen oder links und rechts neben der Blasenspur, jetzt nicht direkt in der harten Strömung, und gehen dann halt immer rein, da wo die Blasenspur lang geht, um dort halt sich die Nahrung rauszupicken. Und dasselbe haben wir hier drüben. Auch da hat man eine schöne Blasenspur. Und da weiß man, da stehen auf jeden Fall Forellen links, rechts, daneben. Und die werden immer mal wieder ausbrechen und sich was zu fressen holen. Und da platzieren wir unsere Nymphe. Ja, ich habe jetzt hier ein paar Bisse bekommen an der Stelle. Allerdings sind das, glaube ich, alles, ja, alles ganz kleine Mini-Forellen. Also wirklich fingerlang wieder ein Biss gehabt. Deshalb würde ich sagen, gehen wir mal weiter und probieren die nächste Stelle aus. Also ich bekomme Bisse. Jetzt wieder zwei Bisse gehabt, ich habe es auch gesehen. Aber das Problem ist, was ich habe, Niedrigwasser und wenig Strömung. Das heißt, die Nymphe, die driftet kaum ab. Man muss sie schon fast aktiv einholen, damit man überhaupt eine Reaktion von den Forellen bekommt. Ja, also Bissanzeiger sieht man überhaupt nichts, auch das Vorfach, das bewegt sich kaum. Das macht es natürlich nicht einfach. Schon wieder ein Biss gehabt, das gibt's doch nicht. Man bekommt das gar nicht mit. Weil die natürlich nicht so aggressiv nehmen, ne? Wenn jetzt viel Strömung ist. Das ist schon wieder. Ha. Wenn jetzt viel Strömung ist, dann hacken die natürlich extrem aggressiv drauf. Und dann sieht man es halt in der Schnurspitze oder Bissanzeiger, dass man einen Biss hat. Aber so sieht man gar nichts. Oh ja. Na, ja, die ist doch schon ein bisschen besser, sage ich jetzt mal. Ah, einige Fehlbisse gehabt. Bin ich da jetzt froh, dass eine hängen geblieben ist. Also hier habe ich jetzt schon ein paar Mal diesen kleinen Zug einen Fisch, oder vielleicht sind es auch mehrere Fische, steigen sehen. Von daher hoffe ich, dass jetzt hier was kommt. Auf was sie gestiegen sind, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich sehe nichts an der Oberfläche, aber ich hoffe, dass sie opportunistisch drauf sind und auch meine Nymphe nehmen. Ah, da war er. Da war er. Zumindest ein Fisch. Und hoffentlich mehreren. Also man sieht jetzt hier wieder die Blasenspur, die jetzt hier lang geht. Durch den Pool durch quasi. Und da sind sie auch immer gestiegen. Deshalb
benutze ich auch, wie ihr sehen könnt, einen weißen New Zealand Strike Indicator, nicht orange oder so, sondern weiß. Einfach weil ich denke, dass das einfach die perfekte Tarnung ist für die Blasenspur. Macht es natürlich auch ein bisschen schwieriger für mich als Angler zu unterscheiden, was ist jetzt Schaum und was ist jetzt mein Bissanzeiger. Aber so viel Schaum ist nicht drauf, also das geht noch, das kann ich noch unterscheiden. Und das ist halt natürlich die perfekte Tarnung. Ja Leute, wenn mein New Zealand Strike Indicator zu nass geworden ist, dann behandle ich den quasi wie eine Trockenfliege. Das heißt, ich wedle ein paar Mal hin und her, um die Feuchtigkeit rauszubekommen. Packe den vielleicht auch mal ins Amadou. Und dann packe ich den in so ein Pulver, packe den rein, schließe den Deckel, schüttle ein paar Mal hin und her. Und das Pulver, das nimmt dann halt die ganze Feuchtigkeit raus, imprägniert den Bissanzeiger nochmal. Alles biologisch abbaubar. Zack. Jetzt ist er frisch gepudert und schwimmt wieder wie eine Boje. Ah ja. Da, die nächste. Oh, die beißen so vorsichtig heute, es ist so krass. Ja, ist nur eine kleine. Ah, ist schon ab, sehr schön. Ja, hier natürlich wieder schöne Stelle. Es kommt flach rein, hier rechts. Und dann geht es hier richtig schön runter ins Tiefe. Wir haben hier jetzt so, wo meine Route ist, quasi eine Kante, sage ich jetzt mal. Also nicht wirklich eine Kante, aber hier geht es halt wirklich tief runter. Und dann hat man jetzt hier so den tiefen Zug. Das ist natürlich eine perfekte Stelle. Und oftmals stehen die Forellen genau hier vorne eigentlich. Oder dort hinten, wo es ein bisschen tiefer ist. Und lassen sich die Nahrung quasi zu sich hinbringen. Oh Gott, was ist das? Leute, was ist denn das? Kleinste Bachforelle der Welt. Oh, krass. Oh. Ist halt natürlich immer prädestiniert so eine Stelle. Ja, auch wieder jetzt, es kommt flach rein, dann hat man hier so einen Baum und unter den Wurzeln ist es immer so tief ausgespült. Ah, das ist natürlich, da steht eigentlich fast immer ein Fisch. Selten, dass da keiner steht, aber ich glaube, den habe ich jetzt hier versaut. Ne? Meistens steht auch immer nur ein etwas größerer drin. Und wenn man den nicht bekommt, war es das meistens. Ah, jawohl. Ich glaube, das ist die, die ich eben gerade schon verloren hatte. Durch den Fehlbiss. Zack. Ja, hat schon abgehakt. Einmal frei. Dann kann doch gleich wieder los. Ui. Ah. Wollte gerade die Fliege rausheben, um zum nächsten Wurf anzusetzen. Eieiei. Gleich mal wieder hier Schnursalat macht. Da ist er. Ey, das ist unglaublich, wie vorsichtig die beißen heute. Zack. Oh, jawoll. Oh, die ist gut. Die ist richtig gut. Ah, ja, schön. Vor allem, der hat doch richtig schön gebissen. Dich will ich haben, dich will ich haben. Opa, schön. Oh Gott, die sehen so unglaublich hübsch aus, die Forellen. Nicht die größten, aber unglaublich hübsch. Ja, wobei die auch knapp 25 hat. Oh, jawoll. Oh, die ist auch wieder richtig gut, Leute. Oh, was ist das? Das ist eine Esche. Ich werd bekloppt. Ich werd bekloppt. Unglaublich selten. Unglaublich selten. Ne Esche. Ja, Leute, hier ist sie. Die Schönheit, ich lasse sie gleich mal wieder frei. Unglaublich besonderer Fisch für mich. Weil unglaublich selten. Unglaublich selten. Bei uns hier in der Gegend. Schön. Oh, das freut mich. Oh, auch wieder der nächste Fisch. Ja, was ich jetzt mache, ich werfe aus, lasse die Nymphe. Ihr seht ja selber gar keine Strömung. Absinken, wirklich richtig tief, und dann zupfe ich die einfach nur ein, schaue auf meinen Bissanzeiger ein bisschen. Manchmal sehe ich ihn, wie, ach, da war schon wieder was, wie er dann ausbricht. Da ist auch unter Wasser schon ein bisschen der Bissanzeiger. Ich lasse es absinken, absinken, und dann zupfe ich einfach nur ein. Das ist echt krass. So habe ich auch noch nicht gefischt. Quasi aktive Nymphenführung am Grund entlang. Oh, da war wieder ein Biss. Also die Fische, die scheinen sehr tief hier zu stehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es alles Eschen sind.
Oder auch Forellen. Ja, jawohl. Oh, was ist das? Schon wieder eine Esche, oder? Oh, krass. Ey, Leute, krass. Boah. Oh, die ist sogar noch größer. Oh, Wahnsinn. Ist das fetzig. Ist das fetzig. Leute, jetzt schaut es euch an, ey. Noch eine Esche. Das ist so genial. Oh Mann. Ah, ja, wenn man natürlich sowas hat hier mitten im Hotspot, dann heißt es Ruhe bewahren und das Ding, was man da am Haken hat, in dem Fall ein Ast ganz langsam an sich ran holen, damit man echt keine Unruhe reinbringt. Ich hoffe, ich habe die Fische jetzt hier nicht vergrämt. Ah, jawohl. Schöner Fisch. Oh, komm her. Ja, fantastisch. Na, komm her. Zack, schön. Ja, schaut euch diese Schönheit an, die Farben. Einwandfrei. Also ich finde, hier aus der Region kommen die schönsten Bachforellen. Muss ich schon sagen. Und sie können natürlich auch wieder zurück. Ja, es läuft ja schon besser als gedacht, muss ich sagen. Viele Bisse versemmelt, aber das waren wahrscheinlich alles kleine Bachforellen. Ein paar ordentliche haben wir gefangen, so um die 25, 26 Zentimeter, schätze ich mal so rum. Das ist für das Gewässer hier, man muss ja das immer in Relation sehen, sind das schöne Fische. Ne? Es sind auch alte Fische. Die Fische werden ja nicht viel größer, sie werden schon größer, aber die sind echt rar gesät und die muss man halt fischen, wenn die Wasserstände besser sind, sprich höher sind. Wir haben, ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund so schön sieht, wir haben halt echt Niedrigwasser. Dadurch sehr langsame Strömung, gerade in den tiefen Gumpen, wo halt die Forellen stehen, ist sehr langsame Strömung. Und das macht natürlich die Präsentation mit der Fliege und Bissanzeige oder ohne Bissanzeige ist eigentlich wurscht, ist äußerst schwierig, weil die halt nicht abdriftet, ne? So wie man das gerne haben möchte. Dass die Bisse dann aggressiv kommen und man sieht dann eine Bissanzeige oder die Schnur nach links, rechts ziehen und dann setzt man einen Anhieb. Das macht es unglaublich schwierig. Deshalb werde ich jetzt mal die Strategie wechseln und ich werde einen Streamer fischen, nehme ich mal an, irgendwie einen schwarzen Woolly-Bugger oder sowas. Weil dann habe ich auch immer Zug drauf, wenn ich den Streamer einhole oder mit der Rutenspitze so reinziehe. Und dann ist vielleicht auch, so meine Hoffnung, die Bissverwertung signifikant besser als jetzt beim Nymphenfischen. Nichtsdestotrotz, die Nymphen haben mir zwei Eschen gebracht und da freue ich mich natürlich unglaublich drüber. Erstens, dass die überhaupt noch hier drin sind in dem Gewässer und zweitens, dass ich sie natürlich gefangen habe. Ist natürlich ein unglaublicher Glücksgriff, aber will ich jetzt nicht unbedingt fokussieren, die Eschen zu fangen, weil wie gesagt, sind halt schon äußerst selten hier drin, sind auch ganzjährig geschont, deshalb möchte ich das jetzt nicht weiter forcieren und deshalb jetzt auch der Streamer erstmal. Hoho, da bin ich auf den Streamer voll drauf gegangen. Nächste Attacke. Wieder ein Biss gehabt. Ah, kommt die nochmal? Ja, die kam nochmal hinterher. Kam nochmal hinterher. Also wenn jetzt hier keine Forelle kommt, dann weiß ich aber auch nicht. Mal Nahbereich abfischen. Weiß ja nie. Und sich dann langsam rausarbeiten quasi. Da kommt eine Mini-Forelle gleich hinterher. Okay. Schaue ich mir mal kurz hinter mir. Ja, okay, noch Platz ist zum Werfen. Das heißt, ich kann durchaus auf Distanz gehen. Bisschen Schnur abziehen. Einen richtigen Wurf machen. Richtig einstritten. Hatte ich ja heute noch gar nicht so richtig. Kommt nichts. Ah, jawohl. Ja, kleines, aber immerhin. Strategie ist aufgegangen. Oh Gott, ist ja Mini. Na komm her, Kleiner. Oh.
Oh Gott. Zack. Naja, schauen wir mal, ob da noch was Größeres drin ist im Pool. Oh ja, da war schon. Oh, da war eine gute. Leute, da war eine richtig gute. Die war richtig gut. Wieso kommt die denn jetzt nicht nochmal? Ich verstehe das nicht. Die war doch heiß. Die hat den Haken nicht gespürt, gar nichts. Nur mal ganz kurz, was ich für einen Streamer fische. Ich fische einen ziemlich beschwerten Streamer, auch ziemlich silbrig erstmal. Weil vom Spinfischen her weiß ich halt, dass so silbrige Minnows immer sehr gut fangen. Deshalb habe ich jetzt den silbrigen genommen. Vorteil hier, der Haken spitze zeigt nach oben. Ich hoffe mir dadurch halt weniger Hänge am Grund. Das ist halt der Vorteil, aber auch wenn man eine Viererroute fischt wie ich, ne? Bei einer Zweier- oder Dreierroute, da limitiert man sich halt ziemlich stark auf das Fischen mit Nymphe und Trockenflieger. Mit der Vierer kann ich dann halt auch solche beschwerten Streamer fischen, die ich dann quasi schon fast, gerade wenn ich halt wie hier jetzt wenig Platz habe, schon rauspendeln kann, wie so ein Pendelwurf, und dann anbieten kann. Ne? Das kannst du dann halt, mit einer Zweier wird es schon schwierig, Dreier geht vielleicht noch. Richtiges Werfen ist dann auch nicht mehr möglich. Mit der Vierer kann ich halt noch Bow and Arrow Cast machen. Die hat noch genügend Energie, um den beschwerten Streamer nach vorne zu bringen. Und deshalb mag ich eigentlich auch immer das Fischen mit der Schnurklasse 4, weil ich mir dadurch sämtliche Angeltechniken offen halte. Trockenfliege, Nymphe, aber eben halt auch mit einem Streamer. Und wenn es sein muss, auch mit einem beschwerten Streamer. Also ich habe jetzt schon wieder wirklich von einer richtig großen Bisse bekommen. Also die war bestimmt über 30. Zeichen für mich, den Streamer zu wechseln, glaube ich. Also irgendwie wollen sie ihn nicht. Ich werde mal was komplett anderes dran machen, vielleicht einen schwarzen Bullybagger. So Leute, schwarzer Bullybagger, wünscht mir Glück. Vielleicht ist ja das Ticket zum Erfolg. Mal schauen. Kam wieder hinterher. Zwei Forellen oder was weiß ich, keine Ahnung. Ich glaube, waren zwei Forellen. Oh, keiner hat wirklich so gegriffen. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Haben die keinen Hunger oder was? Dass das Wasser zu niedrig ist. Schade, ey. Aber das sind wirklich die besseren Forellen. Ja, wahrscheinlich müssen wir wieder her, wenn es irgendwie gerade frisch geregnet hat, Wasserstand hoch ist, Wasser angetrübt ist. Dann werden sie wahrscheinlich wieder fressen. Ah, jetzt. Na, endlich ist mal ein hängen geblieben hier. Das war keine von den großen. Aber immerhin. Ah, Erleichterung, Leute. Erleichterung. Der schwarze Wulli-Bagger hat es gebracht. Ja, das ist natürlich jetzt hier nicht das, was ich fangen wollte. Aber immerhin schön ist er. Naja, gut. Auf zum nächsten Pool. Das sieht doch schon mal wieder richtig schick aus. Oh, Leute, habt ihr das gesehen? Die war richtig gut. Das war wieder so eine richtig gute. Die war bestimmt an die 40. Aber die bleiben einfach nicht hängen. Versteh's nicht. Oh, jawohl. Oh, die kam unverhofft. Irgendwie. Naja, ist mal ein hängen geblieben. Ist mal ein hängen geblieben. Zack. Da ist er. Ups. Es ist ein Barsch. Krass. Ein Barsch. Wie geil. Überraschung Nummer 2 des heutigen Tages. Neben Eschen gibt es auch noch einen Barsch. Sehr geil. Habe ich mich doch nicht verguckt. Ja Leute, das Angeln ist mehr als schwierig. Viele große Fische gesehen, die kommen aber nur hoch und swipen härter nach links wie jede Tinder-Tussi, keine Ahnung. Die bleiben einfach nicht hängen. Ich weiß nicht, was das für ein Verhalten ist.
Die kommen hoch und rollen quasi nur über den Streamer drüber. Haben den noch nicht mal richtig im Maul. Das heißt, die spüren den Haken noch nicht mal richtig. Dann schmeißt du nochmal hin und was ist? Gar nichts ist. Tote Hose, haben einfach keinen Bock. Ich glaube, das ist vielleicht so ein Wegbeißen von einem Rivalen Störenfried. Keine Ahnung, was das für ein Verhalten ist. Wenn ihr euch da auskennt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare rein, was das ist. Ansonsten gab es jetzt eben gerade noch einen Barsch. Überraschung Nummer 2 heute neben den Eschen. Finde ich richtig geil. Ich denke, ich bleibe jetzt erstmal bei meinen schwarzen Wullibacke und wir fischen weiter stromauf. Jawohl. Ja, schwarze Wullibacke ist einfach eine Macht. Forellen auf den Rücken legen, das beruhigt die meistens. Zack. Zappeln sie nicht so rum. Hopp. Weg sind sie. Das nennt man, glaube ich, tonische Immobilität. Und die nächste, wow, was geht denn jetzt hier ab? Was geht denn jetzt hier ab? Beißzeit oder was? Back to back. Zack, wieder auf den Rücken legen. Oh, sind die herrlich, ey, die sind so unglaublich schön. Mann, das gibt's doch nicht. Dann greif doch mal richtig zu, Mädel. Greif zu. Meine Herren, wie viele Fehlbisse kann man bekommen? Barsch. Leute, das ist ein Barsch. Barsch. Ist das geil. Ja, komm. Zack. Was ist das? Noch ein Barsch. Ich gehe kaputt. Schau dich das an. Ah, hat mich gestochen. Ah, komm, weg. Wieder ein Barsch. Was ist denn jetzt hier los? Barschtime. Das gibt's doch nicht. Da, schön. Na, jawohl. Zur Abwechslung wieder Salmonide. Sie sind doch weg. Naja, sei es drum. Ja, hier sehen wir noch mal ein schönes Beispiel für so einen Bachforelleneinstand. Wir haben hier oben die Rieselstrecke und die kommt hier runter und hier wird es richtig schön tief, ein richtig schön tiefer Pool, eine richtig schöne Kante. Und natürlich haben wir jetzt hier den Baum, wo die Wurzeln schön unterspült sind. Und das sind solche Stellen. Da steht eigentlich immer was, auch wenn ich jetzt hier nichts gefangen habe, genau an dieser Stelle, habe nur ein paar Fehlbisse bekommen, aber so ein Spot hält eigentlich immer Fische und meistens auch einen guten. Ja Leute, ich muss leider nach Hause gehen, Gewitter ist ausgebrochen, ja, Angeln am kleinen Fluss, kleinen Bach, absolut Sahne, Liebhabergeschichte, auch wenn ich heute sehr viele Fehlbisse bekommen habe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Macht's gut. Ciao.